Oh shit, er ist unterwegs. Oh. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Miss Survival. Es begrüßt euch Milena und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ich habe fast alles ausgepackt. Einige Schränke stehen immer noch da hinten. Es ist einfach unglaublich viel Stuff gewesen bei der letzten Loot-Tour. So, ich habe jetzt aber schon mal angefangen, meine Munition zu sammeln und ein paar Waffen. Das Auto ist auch schon beladen. Da sind unter anderem Molotow-Cocktails drin. Eine Sache habe ich aber mal wieder vergessen. Oder auch nicht. Oh, war ja, wo habe ich die denn wohl hingetan? Wenn ich das jetzt noch wüsste. Okay, ich hoffe, die sind auch im Auto. Ansonsten habe ich keinen Plan. So, außerdem habe ich dieses Mal eine Spritze und ein so ein Set und auch noch eine Bandage dabei. Kurz mal eben was trinken, denn ich würde jetzt gerne in den Tunnel fahren. Sprich, zum letzten Boss. Und ich denke, da brauche ich alles. Also da wimmelt es ja von Infizierten. Denke mal, ich nehme Leo auch mit. So. Okay. Nochmal eben checken. Ich habe halt nicht mehr so richtig viel Munition eigentlich. Aber ich denke mal, das sollte reichen. Und das Scharfschützengewehr, das packe ich mir auf jeden Fall. Och Gott, bitte nicht jetzt schon wieder hier auf dir zuspielen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich muss nur mal eben kurz gucken. Diese Schränke sind halt eben noch nicht ausgepackt. Ah, da hätte ich jetzt noch ein bisschen hiervon. Brauche ich aber gar nicht. Vielleicht sollte ich mir aber noch ein bisschen mehr zu essen mitnehmen. Pfeile habe ich voll. Nee, ich glaube nicht. Okay, dann muss ich hier nochmal eben reingucken. Also, Molotow-Cocktails wären auf jeden Fall am Start. Und das Scharfschützengewehr. Das ist schon mal sehr gut. Eigentlich müsste ich auch eine hiervon mitnehmen. Und eine hiervon. Ich werde sowieso erst looten oder mich richtig umgucken, wenn das alles erledigt ist. So. Das kann allerdings erstmal im Auto bleiben. Außerdem habe ich auch noch ein bisschen Stuff dabei, um wieder so das eine oder andere Tor zu bauen. Allerdings fehlen mir Äste mal wieder. Egal. Vielleicht finde ich ja noch welche unterwegs oder ich halte einfach mal da kurz. Habe ich die Kettensäge dabei? Ja, habe ich dabei. Wo ich halt sonst jetzt in der letzten Zeit immer meine Baumstämme hergeholt habe. Okay, und dann würde ich sagen, es geht los. So, hier hole ich dann erst noch ein paar Äste. Und weiter geht's. So, hab völlig vergessen, einmal zu gucken, wo es überhaupt lang geht. Das war nämlich der falsche Weg. Ich muss auf diese Straße hier kommen. Okay, das heißt, also es war nicht ganz falsch, aber ich muss wieder hoch Richtung Straßenbarrikade. Und da muss ich dann links abbiegen und die Straße dann zu Ende fahren. Thank you.
Da bin ich. Jetzt muss ich hier erstmal speichern. Und dann geht's los. So, ich habe keine Ahnung, ob direkt schon Infizierte am Start sind. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt erstmal alles, was schnell schießen kann, und in die Schnellleiste ziehen. So, beide aufgeladen. Sehr gut. Und dann geht's rein ins Vergnügen. Boah, es wird gleich richtig dunkel. Oh, Moment, ich habe meinen Stuff vergessen. Oh Gott, ich bin gespannt, wie das hier aussieht, also ob sich irgendwas geändert hat. Wobei ich muss sagen, ich erinnere mich auch nicht so wirklich gut an den letzten Tunnel. Okay, gelootet wird auf jeden Fall später. Okay, das ist ja gar nicht mal so dunkel. Oh, ich sehe da hinten schon Zika-Nest. Aber es ist ungewöhnlich hell hier drinne. Was natürlich nicht unbedingt was heißen muss. Oh. Wird laggy. Das heißt, ich muss den Weg erstmal suchen. Ah, oder kann es sein, dass vorher hier dieses Auto war? Wo jetzt das Seeker-Nest ist? Oh, habe ich mich erschrocken. Ah, dieses Viech ist das. Oh, zwei sogar davon. Okay. Dafür braucht man ja die Mollys. Ob er den wohl auch schon angreift? Oh, ist das laggy hier. Keine Ahnung, ob man das nicht lieber später machen sollte. Oh. Okay, ich habe nur den einen getroffen. Okay. Hey, ich bin gespannt. Das könnte dann sein, dass das vielleicht verschwindet, wenn der Boss besiegt ist. Könnte alles sein. Okay, ich finde es auf jeden Fall nice, dass es so hell ist. Könnte natürlich auch an der Uhrzeit liegen. Wir haben übrigens mittlerweile Tag 88. Ich werde mich jetzt mal hier rein verkrümeln. So, ich denke mal, so richtig viel Loot gab es hier auch vorher nicht, aber ich kann halt einfach gar nichts mitnehmen. Hier weiß ich noch, war auch sowas versteckt. Und jetzt gibt es dann nämlich auch eine Quest. Ich weiß gerade nicht von wem, aber die Molotow-Cocktails konnten wir ja jetzt sowieso schon machen. Und ich mache das auf jeden Fall später. Wenn ich dann ein bisschen was tragen kann auch. Puh, so, und dann ist der Weg eigentlich auch nicht mehr weit. Wäre einfach den Hund aus. So, denn hier befindet sich schon der Boss. Dahinter. Und ich habe echt noch keinen Plan, wie ich das machen will. Ich könnte theoretisch. Nee, ich bräuchte noch ein Stick. Mache ich jetzt auch mal eben. Ich hoffe, die Tür, wenn die dicht ist und sollte jetzt Nebel kommen, die hält dann auch. Okay. Ich denke aber mal, ich werde hier das Scharfschützengewehr auch noch ausrüsten. Muss aber erstmal grundsätzlich gucken, wo ich mich in Sicherheit bringen kann. Let's go. Hallo? Okay, da hinten ist schon mal eine Tür. Oh, das ist ja auf jetzt hier. Oh, oh. Nein, ich hänge fest hier. Was ist hier los? Ah, ich kann nicht springen. Oh, shit, der ist unterwegs. Oh, was ist hier los? Oh, ich bin hier gerade nicht reingekommen, habe ich mich erschrocken. Okay. Er hat also eine Waffe. Oh, ätzend. Leo ist da unten. Leo, was ist los? Oh. Okay. Kommt er gar nicht hier hoch? Oh, doch, er kommt hier hoch. Oh. Also, ich musste crouchen. Vielleicht kommt er. Oh, ja, doch nicht hier hoch. Oh Gott, Leo aus dem Weg. Toll, kann Leo den attacken? Toll. Passt jetzt hier gar nicht. Oh, und Leo steht irgendwie total im Weg. Okay. Also, man braucht sich gar nicht einbauen. Es sollte auch von hier aus gehen.
einmal nachladen, bitte. Denn irgendwie ist diese Tür hier verbuggt. Oh, ich muss mal Leo da rausholen. Hallo. Oh Mann, Leo. Steht da total im Weg. Okay. Das kriege ich hier gerade nicht auf die Reihe. Dann ist das halt so. Dann kümmere ich mich jetzt um den. Was ist denn der jetzt? Ah. So. Sobald ich weiß, dass man den da jetzt an dieser Stelle treffen. Schön, dass Leo unsterblich ist, oder? Oh. Ich glaube, der hat dieselbe Waffe wie ich. Puh. Und ich glaube, desto gelber die Schulter wird, desto näher bin ich dran, den zu erledigen. Ich mache aber nicht wirklich viel Schuss. Also ich treffe nicht oft mal. Boah, hab ich mich erschrocken. War's schon? Oh, wie geil. Ich habe gerade kurz gedacht, das Spiel stürzt ab oder sowas. Okay, das ist ja nice. Scheinbar habe ich doch öfter getroffen als gedacht. Also diese Tür hier scheint buggy zu sein. Kommt dann nämlich so nicht durch. Man muss sich bücken. Heißt, man muss sich gar kein Tor hier hinbauen. Das hätte ich nämlich sonst als erstes mal probiert. Oder sonst hier eventuell eins. Aber hier war das jetzt gerade auch ziemlich buggy mit dem Durchkommen. So, was bedeutet das jetzt? Ja, ich muss gleich auf jeden Fall oben mal gucken gehen, da jetzt eigentlich abgegangen ist. Also ob sich da irgendwas verändert hat. Vorher war das ja so, auf der anderen Map, da war so ein LKW umgekippt und man konnte dort nicht vorbei. Oh, die Wand sieht sehr interessant aus. Hey Leo, schön, dass es dir gut geht. Ja, okay, hier gibt es nicht mal Loot, gar nichts. Aber okay. Da mal wieder raus riechen hier. Und dann mal oben abchecken, was da jetzt los ist. Oder ob sich überhaupt was verändert. Also ich meine, kann auch sein, dass der den jetzt erstmal einfach so mit reingenommen hat, den Boss. Und dass hier eigentlich noch gar nichts weiter ist. Leo. Ja gut. Zombiehund am Start. So, hier gibt's auch nichts. Okay, tja, gehe ich wohl erstmal gucken. Ich war ja auch noch gar nicht fertig. Nee, hat sich nichts verändert. Denn da war das ja so, sobald man den Boss erledigt hatte, ist dieser Weg frei gewesen. Aber scheinbar gibt es hier noch gar nichts. Und dann konnte man in diesem Bereich mit dem Bauernhof oder mit den Bauernhöfen, das waren ja mehrere Höfe, das sieht sehr nett aus. Und im Moment pocht das hier auch noch nicht. Also, gut, war der Ausflug jetzt irgendwie fast umsonst, könnte man sagen. Aber okay, jetzt weiß ich es wenigstens. So, dann eben nochmal diesen Krabbler hier erledigen. Hoffe, ich schmeiß mich jetzt nicht selber ab. Wow. Ah, Leo backt hier ordentlich herum. Hey, wie, was? Nee, du brennst doch. Was soll denn das bitte? Ich will da drinnen looten jetzt. Oder kann man den erst erledigen, wenn man die Quest gemacht hat? Das wird ja gar keinen Sinn machen. Okay. Ja, dann halt nicht. Mach doch halt bitte die Tür zu. Muss ich halt hier jetzt erstmal looten gehen? Ich weiß nicht. Also, scheinbar ist das hier alles noch nicht so richtig ganz fertig. Denn das war's ja jetzt hier schon. Schade eigentlich. Aber ich denke mal, das kommt auf jeden Fall noch. Und dann geht's ja einfach auf einen anderen Teil der Map. Wenn man das hier erledigt hat.
Aber so schwer war das jetzt gar nicht. Also kommen wir halt einfach nochmal wieder. Hier war noch einer. Hätte halt gerne gewusst, ob da irgendwas Besonderes drin ist. Aber so viel Gesundheit habe ich jetzt auch nicht mehr. Was halt auch ein bisschen schade ist, wo ich jetzt gerade mal dabei bin. Ich kann halt jetzt meine Gesundheit gar nicht auffüllen. Müsste irgendwas geben, vielleicht zukünftig, wo man das trotzdem machen kann. Ich habe da jetzt mich ein bisschen Bammel reinzugehen, weil der mich dann einfach erledigt. So, dann noch eben ein kurzes Fotoshooting. Okay, und das waren ja hier auf dieser Seite. Moment. Das passt ja dann jetzt auch noch, diese Häuser, die ich nicht gelootet habe. Und ich würde sagen, die nehme ich dann jetzt auch noch mit. Wenn ich schon mal auf dieser Seite der Map bin überhaupt. Boah, ich bin total überladen. Ich muss das mal kurz erstmal alles im Auto lassen. Okay, besser. Oha. Ja, damit. Ich habe nämlich mittlerweile so viel Stuff, dass ich teilweise einiges wieder in die Autos packe. Ach so ein Quatsch, das ist gar nicht das Haus. Ich bin ja komplett von der verkehrten Seite. Da vorne ist das Haus mit den Infizierten. Na gut, dann wird hier jetzt erstmal chillig gelootet. Hier ist nämlich gar nichts los. So, das war's schon. Ich muss aber einmal zum Auto hier zurück. Mich einmal entladen. Stimmt, ich bin ja hier von der Seite. Ja. Fällt mir auch gerade ein, dass es schon ziemlich spät ist. Also ich muss mich auf jeden Fall ein bisschen beeilen. So, und jetzt ab ins nächste Haus. Wobei ich glaube, hier war ich noch nicht ganz fertig. Ansonsten, wenn es halt gleich zu dunkel wird, dann werde ich hier irgendwo übernachten. Denn zu essen und zu trinken habe ich ja wirklich genug. Da ich dachte, es wird irgendwie eine längere Aktion in dem Tunnel. Okay, hier ist irgendwie alles leer. Vielleicht habe ich hier doch schon alles mitgenommen oder mehr mitgenommen, als ich dachte. So, okay. Wirklich viel Zeit ist nicht vergangen. So viel Loot liegt jetzt hier auch nicht mehr rum. Dann ist auf jeden Fall jetzt noch reichlich. Ach ja, da war ja noch was. Den Schrank habe ich ja auch noch da stehen lassen. Gut, aus Erfahrung weiß ich ja, da geht noch was. Den kann ich. Boah, den kann ich einfach oben hinstellen. Noch oben drauf. Dieses Lager brauche ich nicht nochmal. Voraussichtlich zumindest nicht. Obwohl ich ja irgendwie noch diese Geschichte mit den beiden Äpfeln erledigen muss. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Ich glaube, dann nehme ich einfach auf. Einmal durch alle Camps oder so. Mal gucken. In der Hoffnung, dass ich da einfach zwei Äpfel zusammenbekomme. Perfekt. In der Beta hat man hier ja die erste Angel gefunden. Oder die Angelroute. Zusammenbauen muss man ja immer noch den ganzen Stuff. Aber hier ist das jetzt ein bisschen geändert. So, dann will ich das mal eben ausprobieren. Die Tür und dann in die Hocke gehen. Und irgendwie konnte oder soll man sich den Rucksack hier trotzdem rausholen können. Okay, ich erkenne leider gar nichts.
Schade. Auf jeden Fall hatte ich das auch in Erinnerung, dass hier eigentlich einer drinne wäre. Aber ich sehe da auch gar keinen drinne. Okay, halb so wild. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Es sind sowieso mehr Rucksäcke versteckt. Ah, ist ja gut. Es sind sowieso mehr Rucksäcke versteckt, als man benötigt, um das ganze Inventar freizuschalten. Also ich habe jetzt auch schon welche eingesammelt, obwohl ich die gar nicht benötigt hätte. So, wie viel gehen denn da rein in so einen Tank? Ich weiß das gar nicht. Batterien. Ja, sehr schön. Lass zwar nicht mehr laufen jetzt mittlerweile den Jenny, aber braucht ja trotzdem Nachschub. Wird's langsam dunkel. Ich mich doch jetzt ein bisschen beeilen. Ah, ich kann mich nicht mehr bewegen. Okay, ich werde mal eben zusehen, was ich hier raushauen kann. Gar nichts. Doch ein bisschen hiervon. Kann ich mal was essen? Ah, ich glaube, dann ist es aber gleich wirklich komplett dunkel. Okay, das geht gerade noch so. Besser wäre es, hätte ich das Auto hier mit rüber geholt. So, das Tor habe ich hier schon hingebaut. Jetzt muss ich nur gucken, wo die sind. Tja. Oh. Ihr wette, ich habe kein Speer dabei. Doch, habe ich. Ja, was ist mit denen? Hallo? Ah, ich kann die Tür nicht in die andere Richtung öffnen. Wie ärgerlich. Ah, da hat sich jetzt noch einer versteckt. Der ist erledigt. Warum sind die zur anderen Tür unterwegs? Okay, das ist blöd. Hab halt keine Ahnung, wie viel hier drinne sind. Ich glaube, ich speichere mal und dann einfach auf Risiko. Also mindestens einer ist hier noch. Könnten aber auch zwei sein. War nur einer. Sehr schön. Okay, scheinbar habe ich doch schon mal hier reingeguckt. Meine Güte, habe ich schon Alzheimer. Ich gerade so angehört, als wäre hier noch einer. Boah, ich bin überladen. Überladen. Ich glaube, Feuerholz habe ich jetzt auch ohne Ende. Brauche nach wie vor Electronical Parts. Ah, das könnt ihr alles behalten hier, den Stuff. Das brauche ich alles nicht. Nochmal ins Schlafzimmer gucken. Ja, hier war ich definitiv schon. Okay, so. Ich bin einfach zu überladen. Von daher werde ich jetzt mich hier eine Runde aufs Ohr hauen. Da fällt mir dann noch etwas ein. Und zwar habe ich ja auch noch den Tipp mit dem Schlafsack bekommen. Jetzt habe ich nämlich den Schlafsack hier ausgerüstet. Allerdings funktioniert das nicht, wenn man den Schlafsack vorher schon selber gecraftet hat, hier im Menü. Hier kann man das ja auch irgendwo machen. Hier. Den konnte ich da nicht reinziehen, sondern es ging nur, wenn ich hier rüber den Schlafsack hergestellt habe. Also praktisch direkt über diese Aktion hier. Dann ist er erst hier ausgerüstet. Und jetzt, wenn ich halt die normale Schlafenleg-Taste benutze, benutzt der Charakter einen Schlafsack. Okay, das war kurz und schmerzlos. Kurz mal was essen. 24%. Mal gucken, ob das noch geht. Ich sehe das dann ja sowieso erst ein paar Stunden später. Aber es war auf jeden Fall noch nicht ganz rot. Also denke ich, das wird okay sein. So, und dann war es das schon. Sonst gibt es hier nichts mehr. Hier war ich jetzt. Und diese Häuser sind jetzt auch gelootet. Alles andere habe ich auch schon gelootet. Sogar mehrfach teilweise.
Gut, dann jetzt erstmal ab in die Base. Höre den Bären. Ah, Home Sweet Home. Das ist ja toll und ich kann mich nicht bewegen. Ja, wundervoll. Ah, der Bär ist weggerannt. Perfekt. Okay, ich hätte sowieso gar nichts machen können, weil ich mich einfach null bewegen kann. So, muss aber sagen, ist auch eine praktische Geschichte. Also der Bär ist trotz alledem hier immer noch unterwegs und auch dauernd in meiner Base. Somit, was Verpflegung angeht, geht es mir hier richtig gut. Oh, Leo, bitte. Das Einzige, was ich nicht machen darf, ist dieses Tor hier offen zu lassen, denn der Bär steckt fest bei dieser Tür. Hier rennt er allerdings durch bei diesem Haus. Und zwar bis hier in den Innenhof ist er mir letztens mal gefolgt. Okay, so. Scott hat also noch eine Quest. Das wäre dann ja die Quest, die ich gerade eben angenommen habe. Kann ich ja eben nochmal schnell abchecken. Bitte bleib stehen. Okay. Das ist echt merkwürdig, weil das hatte ich ja eigentlich schon. Okay. Quest ist auf jeden Fall angenommen. Aber die Mollys, die kann man ja eigentlich jetzt hier schon die ganze Zeit herstellen. Deswegen ist mir das gerade ehrlich gesagt ein Rätsel, warum ich ihm das nochmal bringen soll. Okay. So. Oh Gott, ich will die ganze Zeit schnell rennen. Gudi, aber ich denke, das soll es für diese Folge jetzt erstmal gewesen sein. Dann werde ich mich jetzt hier von euch verabschieden. Hoffe natürlich, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare. Ansonsten ein Däumchen, wenn Träumchen und tschö mit Ö.